So, hallo, wir machen weiter bei Treasure Adventure World, welches gerade noch nicht angezeigt wird, aber das wird sich gleich ergeben. Und ich glaube, ich kann die Musik ein ganz kleines Stückchen lauter drehen. Bisher war sie mir ein bisschen zu leise, muss ich fast sagen. Deswegen, ich drehe sie ein kleines Stückchen lauter. Und na, Spiel? Habe ich die Aufnahme zu bald gestartet? Habe ich die Aufnahme zu bald gestartet? Okay, dann stoppen wir die Aufnahme, halten auch mal. Okay, wir stoppen die Aufnahme nicht nochmal. Alles klar. Es hat etwas längere Ladezeit, also ja. Gut. Zapdaps. Gehen wir einmal schnell hier in die Menüs und dann machen wir hier Musik. Plop. So, ich denke, das kann man machen. Die Sounds müssen es ja nicht sein. Die Sounds passen, denke ich so, aber die Musik kann man ruhig etwas lauter machen. Gut. Lodegame. Oh Gott, ich hoffe, meine Stimme passt. Es ist ein bisschen früh jetzt. So, okay. Ihr macht laute Geräusche. Können wir euch mal. Alter. Aua. Können wir euch mal. Ach ja, ich muss ja warten, bis es blinkt und dann kann ich erst wieder draufhauen. Das habe ich vergessen die letzten Male. Oh Gott. Dass der Angriff da nicht so stark ist. So, da kann ich jetzt erstmal was essen. Ah, nee, kann ich nicht. Das ist wieder so ein Blob. So ein Spezimen-Viech. Ich würde mich um den dann später kümmern. Gerade ist schlecht. Oder? Kommen wir da hin? Ja. Ja, passt. Passt. Läuft. Tschüss, 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 tschüss. Passt, okay, alles gut. Alles gut. So, jetzt gehen wir aber erstmal hier hoch. Ja, wir sind in diesen Dingen hier angekommen. Den kann ich nur da runterschieben, das heißt, das kann ich schon mal machen. Und müssen hier ordentlich viel Zeug umschieben durch die Gegend. Da komme ich so nicht hin. Ah ja, hier muss der. Ach ja. Okay. Die Dinger sind nicht spaßig. So, das kriegen wir schon irgendwie hin. Das war blöd. Okay. Er darf halt nicht richtig krass piepsen. Moment, wie soll ich den denn überhaupt? Oh, weia. Okay. Na, das wird ja lustig. Das funktioniert sogar, okay. Besser als mit dem Vogel, muss ich sagen. Bei dem Vogel ist das Viech immer eher explodiert, ne? Boah. Okay. Gut, prima. Dann kommen wir an die Kiste jetzt ran. Ist hier sonst irgendwas? Lieber mal gucken. Nein? Okay. Denn das möchte ich nicht nochmal machen. Sehr schön. Ja, easy. Und wir bekommen einen Golden Daikon. Ist das auch HP plus 1? Yes! Perfektiko. Damit haben wir schon 2 HP mehr. So, den kann ich auch nur in die Richtung. Moment, ist hier was? Nein, okay. Hier ist auch nichts. Okay. Das war jetzt nicht so smart. Ups. Schieb, 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 schieb. Scharf, scharf, scharf. So. Okay. Nee, jetzt sollte ich mir das vielleicht erstmal angucken. Das ist die kleine Kiste.
Da ist jetzt wahrscheinlich Essen drin, was ich jetzt noch nicht brauche, deswegen lasse ich es erstmal da drin. Ich weiß nämlich gerade nicht, ob das despawnt, wenn man dann rausgeht. Ach, die Dinger sind das, die sofort explodieren, ne? Die sind anders farbig, so rum. Ah, ich hab's verstanden. Die Dinger sind das, die sofort explodieren. Okay. Gut, also ich muss da hoch an die kleine Kiste. Dafür brauche ich die große Kiste hier. Das ist ja schon mal okay. Ich überlege halt gerade, ob ich... Aber das muss eigentlich möglich sein. Welche Taste war das? Ich habe vergessen, wie man... Oder ist das hier kein... Ist das hier kein Sand, den ich kaputt... Ist es kein Sand? Ich glaube, das ist kein Sand. Ich glaube, das muss ich kaputt sprengen. So, wir gucken kurz mal weiter, dass wir erstmal alles klären, denn ich glaube... Die Kisten mussten hier runter... Oh. Ne, ne, runter mit dir. Danke. Oh, nice. Denn ich glaube, die Kisten mussten hier runter. Ja, eine muss hier drauf. Und eine muss hier drauf. Und dann sind wir hier fertig. Die große muss hier drauf, ne? Ich glaube, ja. Gut, also dann würde ich die jetzt erstmal hier in Ruhe lassen. Komm mal mit. Du gehst ja nicht kaputt, das ist ganz gut. Am Moment, gehst du dann überhaupt kaputt? Ach, dann müsste ich ja bei dir in deiner Nähe bleiben, ne? Das ist natürlich dann nicht so cool. Oh, was? Oh, oh mein Gott, ich dachte gerade schon. Oder geht das einfach, fällt es von selber runter vielleicht? Nein. Aber dann kann ich das natürlich so machen. Wenn er sich da an dem Hindernis stört. Nice. Perfekt. Und dann müssen nämlich die zwei kleinen Kisten da runter in die Lücke. Da weiß ich nicht, was ich mit dem hier hätte anfangen sollen. Der ist irgendwie überflüssig. Na gut. Prima. Also, große Kiste runter. Vielleicht ergibt er ja auch noch Sinn. Oh, ich hoffe, ich kann die... Ich hoffe, ich zerstöre die nicht noch nachher. Das wäre nicht so cool. Nein. Geh mal weg. Das wäre nicht so cool, wenn ich die jetzt kaputt mache. Ich glaube, da muss ich wieder hochgehen. Aber das ist wahrscheinlich für den Fall, dass man sich mit diesen Dingern hier verschätzt und die irgendwo hin positioniert, wo sie nicht hingehören. Da kann man sie dann wahrscheinlich zerstören. Oh, das wird zum Beispiel... Naja, doch, das passt schon. Nee, das wäre jetzt blöd. Wenn ich die jetzt da hinschiebe, kriege ich die noch nicht weiter. Oder ist der hoch genug? Ja, das meine ich. Ups. Jetzt weiß ich, wofür er da ist. Wow. Nee. Er ist dafür da, wenn Conan zu blöd ist. Ach Mensch.
So, jetzt aber. Vielen Dank. Dann muss der nämlich nach da. Und dann muss er nach... nach da. Ja, und genauso kann ich natürlich auch die große Kiste verschieben und dann kann ich sie trotzdem zerstören. Alles klar. Dann gehst du jetzt noch da runter und dann haben wir es auch schon. Plopp. Das Rätsel hatte ich irgendwie schwer in Erinnerung. Ich weiß auch nicht. Moment. Doch, das geht auf beiden Seiten. Ich war kurz irritiert. Yes! Sehr schön. Na dann. Kommen wir zu einem ganz bekannten Punkt. Und dann ist auch bald der Teil zu Ende, bis zu dem ich die Demo gekannt habe. Also, dann wird's bald beleint. Aber jetzt erstmal. Schöne Bossmusik. Spoiler. Sorry. Aber ich denke, man kann sich denken, dass jetzt ein Boss kommt. Leise. So, und tschüss. Ups. Ups. Passt aber. Jupp, eins noch. Sehr schön. Jetzt mit Zahnlücke. Mach mal wieder das hier, ja, okay. Diesmal aber ohne Hit. Da. Gut, passt. Und tschüss. Und wir bekommen unseren ersten Schatz. Den Orb der Erkenntnis. Ist es Revelation Erkenntnis? Nein, irgendwie, ach oh Gott. Ist was Ähnliches. Nein, es, oh Gott, wenn etwas revealed wird, dann taucht es auf. Was ist denn Revelation? Ist ja wurscht. So. Zack. Sehr schön. Der Kampf ging gut, ich hatte den etwas schwerer in Erinnerung. Prima. Gar keine mehrere Anläufe gebraucht. Hui. Kann ich da eigentlich zurück? Nein, okay. Ah, sehr schön. Und... oh, was ist das denn?
Mysterious Object. Okay, ja gut, das ist tatsächlich ein Mysterious Object. Aha. Komm ich da runter? Ich trau mich nicht. Wir kommen hier wahrscheinlich eh öfter zurück. Da war ja noch so eine Schnur, habe ich gesehen. Ach so, das ist... Okay, wir kommen hier vielleicht doch nicht mehr zurück und das ist die Schnur. Aber was genau... Ah, da... Hä? Wie komme ich da hin? Wie komme ich an das andere Ding daran? Komme ich da jetzt schon hin oder muss ich dafür was anderes machen? Ah, ich kann mich fallen lassen. Okay, ich kann mich fallen lassen. Ja, dann... Oh nein, das wollte ich nicht. Ja, dann kann ich das ja mal so probieren. Nice. Nein! Nein! Auf damit! Nein, lass das! Ach Mann! Nicht so. Ach Mann! Vor allem jetzt gehe ich hier hoch. Nur für das hier, was mir jetzt am Ende ja wahrscheinlich... Ja. Die Energie wieder gibt, die ich verloren habe. Juhu. Okay, mehr ist hier tatsächlich nicht. Dann kommen wir wohl doch nicht mehr hierher zurück. Ich dachte halt, man kommt von woanders dann wieder an diese Schnur ran. Aber das war ja dann tatsächlich schon hier. Schön. Top, 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 top. Und tschüss. Jetzt haben wir allerdings diesen Ring nicht gefunden. Oh, was? Throwing Hook. Oh mein Gott! Seit wann geht das denn jetzt? Es sind keine eckigen Klammern mehr. Okay. Hä, seit wann? Ich habe nichts gemacht. Hä? Interessant. Gab es vielleicht einen Bugfix oder sowas? In der Zwischenzeit? Das kann durchaus sein. Keine Ahnung. Das ist ja interessant. Press L, stick up. Plus X to throw your hook like a boomerang. Boomerang. Your attack power has increased. What? Das ging das im... Ich kann mich garantieren erinnern, dass das schon mal ging. Das ist ja cool. Das kenne ich gar nicht. Okay. Doc. Ja, den Ring von dieser Tussi, da haben wir doch jetzt nicht gefunden, ne? Oh, scheiße. Hier. Take this and this. And this, and this, and die. Thank you. Das kenne ich halt echt noch nicht. Wie konnte ich jetzt nochmal graben? Hier ist doch jetzt... Welche Taste war das? Oder kann ich hier auch wieder die Schaufel nicht einsetzen? Moment, aber jetzt, wenn jetzt die Sachen angezeigt werden, kann ich ja hier gucken, ne? L-Stick down and B. Okay. Jetzt stehen die Sachen da. Warum? Ich bin verwirrt. Ist das hier nicht B? Oder ich kann hier einfach nicht graben. Kann ja auch sein. Ach so, ich musste dafür stehen. Okay, never mind. Ich bin doof. Au. Wollte ich nicht. Au, wollte ich immer noch nicht. Was macht denn hier diese Geräusche? Und ist da was? Kann ich da rein oder sollte ich da nicht rein? Ich bin mir unsicher. Nee, da kann ich anscheinend nichts machen. Ich weiß, dass da unten Stacheln sind, deswegen ganz runter wollte ich nicht. Ich wollte nur gucken. Okay. Gut, die brechen wahrscheinlich ab, wenn ich nicht schnell genug bin.
oder so. Ja, okay, die ziehen sich einfach nur runter. Ah, das ist Feuer da oben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, ich kann wahrscheinlich hier durchklettern. Damit komme ich an die Kiste und an diese... an den Sandhaufen da drüben. Nice. Nice. Ja, Santa. Ah, das ist eine Tür, da komme ich raus. Was ist jetzt das? Ach, eine Nevpearl. Ah ja, für den nächsten Schatz, ne? Richtig. Na klar, nach einem Schatz bekommt man den nächsten. Und hier komme ich jetzt nicht ran, da komme ich von irgendwann anders mal her. Okay. Gut, jetzt kann man wahrscheinlich rausgehen. Und sind hier. Wir können aber von der anderen Seite anscheinend nicht reingehen. Auch interessant. Ich bin doch gerade hier rausgekommen. Nichts. Warum? Okay. Ja, sehr schön. Das finde ich jetzt ja cool, dass die Texte angezeigt werden plötzlich. Na. Das finde ich jetzt tatsächlich mal cool. Okay. Nein! Ah, ich habe da gerade so eine Idee. Huch, was? Ach so, die fallen runter. Hier sind keine Stacheln da drin, ne? Oh. Er hat sich jetzt gefreut, weil ich habe in dem Moment was eingesammelt da oben, aber es hat jetzt nicht gezählt, ne? Der Ding hat was gedroppt. Der Typi da. Nice. Ja, das brauche ich jetzt nicht. Aber schön, dass es da liegt. Yay, mehr Geld. Und jetzt komme ich von der Seite wieder raus. Prima. Damit haben wir das auch schon gefunden. Sehr schön. Ja, hat das jetzt gezählt, dass ich das eingesammelt habe von dem Viech? Ach, da ist es nochmal. Kann ich ja gucken, ob ich jetzt zwei habe oder eine. Ich glaube nämlich, ich habe bisher noch keine gehabt. Na. Oder es gibt immer nur eine. Kann auch sein, ich weiß es nicht. Vielleicht kann man pro Gegner nur ein so Ding finden. Ich dachte, das sind so Zutaten vielleicht für irgendwas. Huch! Wollte ich nicht. Hallo, ich wollte den einfach nur hauen. Aua! Dann lass mich doch in Ruhe. So. Wow. Nein, 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 nein. Nicht wieder runter. Nicht wieder runter. So schön es da war. Ach, ich bin sogar auf einer anderen Insel jetzt gelandet. Da schaut mal einer. Guck. Dann segeln wir mal zurück zum Tempel. Das müsste dann da drüben sein. Ja, Hallöchen, mein Freund. Alter. Alter. Ich glaube, es geht los hier. Frechheit. Yay. Nehmen wir das hier noch mit. Ist da was? Nein. Da ist noch was, oder? Ah ne, das ist so ein Ding. Gut, da waren wir drin. Juhu. Ich glaube, man kann auch jeden Spot, den man graben kann, nur einmal umgraben. Bin mir aber nicht sicher. So, haben wir jetzt in der Pyramide alles gefunden? Ich bin etwas verwirrt, weil ich dachte, wir finden diesen Ring von ihr. War das nicht eine Quest? Kann ich irgendwo meine Quests einsehen, die ich eröffnet habe? Ist hier irgendwo eine Questrolle oder so? Nee, das ist Burgers Journal. Controls. Jetzt sehe ich da natürlich hier auch den ganzen Kram.
Schau mal einer, guck. Dann würde ich jetzt trotzdem, nur des Interesse halbers, gerade nochmal, nee, ich sehe keine Quests. Okay. Das ist natürlich ungünstig. Vielleicht weiß ich auch noch nicht, wo ich sie sehe. Weil ich habe ein paar Quests angefangen, ne? Aber es wäre gut zu wissen, wo die waren. Okay. Ich gebe mal schnell speichern. Ach, hier drin konnte ich ja nicht. Also hier drin konnte ich schon speichern, aber halt nur so. Bläh. Ja, okay, das ist der gleiche Gelaber. Das ist das gleiche Gelaber. Sollen wir uns das Hiding kaufen, dass wir von Hain nicht mehr gestorben? Naja, wir müssen es ja holen. Hilft ja nix. Gib mir das. Wir haben ja gerade gesehen, wie stressig Haie werden können, ne? Deswegen. Ja, es ist sogar wasserfest. So, gehen wir wieder hoch. Wo konnte ich denn speichern? Ich will nur ganz kurz was probieren. Hier am Anfang. Irgendwo hier am Anfang konnte ich mal speichern, ne? Moment. Aha! Ah, das geht auch jetzt erst, nachdem wir das hier haben. Huch, noch eine Kiste. Cool. Was ist hier drin? Eine Nuff-Pearl. Oh, da drüben wären auch nochmal solche Dinger. Verdammt, das heißt, ich muss nochmal durch die Pyramide. Na komm, machen wir das schnell. Oder kommen die immer wieder? Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte eigentlich, man kann immer nur einmal graben. Na. Komme ich jetzt da sowohl bei Tag als bei Nacht darunter? Doch, na klar, ich habe ja die Schaufel. Das heißt, ich komme einfach durch. Das war ja hier nur die, um die Schaufel zu holen, war das ja einfach nur. Ja. Tschüss. Genau. Huch. Gib mir das. Ich weiß nicht, ob das immer wieder kommt. Ich bin mir unsicher. Huch. Oh, wow. Man kann die kaputt machen. Cool. Wusste ich auch noch nicht. Wusste ich auch noch nicht. Ich glaube, ich hätte jetzt auch gerade ein Autosave gehabt, aber ich möchte wirklich richtig speichern. Bevor ich rausgehe. Wo sind wir eigentlich? Ach, wir sind bei einer halben Stunde. Das passt doch alles noch. Sehr schön. Prima. Hier drüben war ein Safe, ne? Irgendwo. Ist da oben noch so ein X? Nee. Oh, warte mal. Das ist hier ja... Ach ja, da kam dieses Viech. Ich wollte gerade sagen, hier ist ja sonst gar nichts Gefährliches gewesen. Außer die Stachel in der... Der war groß. So, genau, hier ist der Speicherpunkt. Sehr schön. Dann möchte ich ganz kurz eine Sache testen. Und zwar, ob jetzt vielleicht diese Symbole angezeigt werden, von denen ich denke, dass sie angezeigt werden müssten. Hier diese Herb-Icons. Weil da waren immer nur so ein Kreis und ich... Aha, jetzt zeigt sich ja auch den Schätze an. Den Schätze. Mhm. 1 von 12. Sehr schön. Aber ab jetzt weiß ich, wie gesagt, auch nicht mehr... Ja! Die haben das gefixt. Das muss ein Bugfix gegeben haben. Diese Help-Dinger zeigen also dann die Taste an, die man drücken kann, um mit den Sachen zu interagieren. Das ist nämlich das, was ich meinte. Dann ist jetzt hier wahrscheinlich... Ne, hier zeigt es nichts an, okay. Ah ja, gut, jetzt ist hier natürlich nichts zum Öffnen gerade da. Aber dann ist praktisch bei der Tür kommt dann das B und so. Ja, okay.
Das meinte ich nämlich. Das war ja bei uns, war das in den Lehrerkreis. Das heißt, das war die gleiche Sache mit den Buchstaben. Es hat die Buchstaben einfach nicht angezeigt. Keine Ahnung, ob das an mir lag oder an was anderem. Aber dann mache ich die wieder aus. Ich brauche diese Halb-Icons nicht. Ich finde, die stören nur. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir das nächste Mal weiter. Und ich denke, wir machen erstmal diesen Ort mit dem Shovel Blade, wenn ich da hinkomme. Und dann, ja. Mal schauen, wohin wir noch so kommen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.